آزادی بیان یان لون زی یو فری اسپیچ. Eines unserer 10 Prinzipien lautet: Wir verteidigen das Internet und alle anderen Kommunikationsmittel gegen illegitime Eingriffe von öffentlichen und privaten Mächten. Stimmen Sie dem zu? Ja, unbedingt. Ja? Warum? Warum ist das wichtig? Ein Thema Ihres Wahlkampfes ist ja die Rede- und Informationsfreiheit, auch im Netz. Wieso denken Sie, dass es so ein wichtiges Thema ist? Das Internet bietet erstmalig die Möglichkeit, dass Menschen ihre Meinung veröffentlichen können, einem breiten Publikum zugänglich machen können, ohne dass sie bereits in einer Machtposition sind. Also das war etwas, das früher anders war. Ein Chefredakteur einer Zeitung konnte seine Meinung veröffentlichen, ein Politiker konnte seine Meinung veröffentlichen, eine Gruppe mit Geld kann ihre Meinung veröffentlichen. Das hat sich heute ein bisschen egalisiert. Jemand, der sich ein bisschen technisch auskennt oder der jemand kennt, der sich technisch auskennt, der kann seine Meinung publizieren, der kann protestieren gegen Probleme, der kann Probleme aufzeigen. Das ist etwas, was wir im arabischen Frühling sehr deutlich gesehen haben, dass man beispielsweise mit dem Handy, mit einer kleinen Kamera oder mit einer Kamera im Handy Verstöße gegen Menschenrechte auf Demonstrationen aufzeigen kann. Und in dem Moment, wo man die Redefreiheit im Netz beschränken würde, würde dieser Vorteil wegfallen. Hätte man dann eben wieder nur die Veröffentlichungsmöglichkeiten für Machthaber und dann keine Meinungsfreiheit. Halten Sie diese Meinungsfreiheit denn für ein universelles Gut oder sollte es bestimmte Einschränkungen geben, je nach Land und Kultur? Zum Beispiel haben wir jetzt mit Twitter die neuen Regelungen, dass es denen erlaubt, je nach Land die Tweets zu blockieren, was Twitter in seinem Blog ja auch unter anderem mit dem deutschen Gesetz gegen die Holocaust-Verleugnung gerechtfertigt hat. Finden Sie das angebracht? Müssen solche Unterschiede gemacht werden? Ich finde das sehr elegant, wie Twitter das gemacht hat, weil ich mein Herkunftsland, nachdem gefiltert wird, weil ich Twitter ja selbst einstellen kann und damit immer noch jedem die Möglichkeit geben wird, diese Filterung zu umgehen. Ich glaube, dass Meinungsfreiheit da endet, wo die Freiheit einer anderen Person anfängt. Also ich habe zum Beispiel nicht das Recht, jemanden zu beleidigen. Ich habe auch nicht das Recht, eine Gruppe pauschal zu beleidigen. Das ist ja der Hintergrund des Holocaust-Leugnungsverbots Deutschland, dass eben die Holocaust-Leugnung verwendet wurde, um die Opfer des Holocaust, eine ganze Gruppe von Menschen, um Juden beispielsweise zu diskriminieren. Insofern finde ich das Verbot der Holocaust-Leugnung in Deutschland beispielsweise gerechtfertigt. Ob man technische Schutzmöglichkeiten dagegen braucht, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass wir da juristische Möglichkeiten haben, dass man dann eben polizeilich, staatsanwaltschaftlich, Gerichte dagegen vorgehen muss und nicht eine Vorabfilterung einbauen sollte, weil die immer auch missbrauchsbar sind. Meinen Sie denn, dass es gerechtfertigte Einschränkungen der Meinungsfreiheit gibt? Ja, wie gesagt, immer da, wo die Freiheit eines anderen anfängt. Also ich könnte mich hinstellen und sagen, eine Beleidigung ist durch Meinungsfreiheit gedeckt, weil ich bin ja bloß der Ansicht, dass die entsprechende Person, was auch immer ist oder wer auch immer ist. Aber da ist mir einfach die Freiheit des anderen wichtiger als die Meinungsfreiheit. Aber wie gesagt, in dem Moment, in dem man technische Zensurmechanismen einbaut, in dem man pauschale Entscheidungen trifft und nicht mehr den Einzelfall öffentlich beleuchtet, gibt es Missbrauchspotenzial und funktioniert das nicht mehr. Wenn man dagegen eine Einzelfallbeleuchtung macht, dann wird der Missbrauch schon wieder schwieriger, weil dann natürlich dieser Einzelfall aufgezeigt wird und dann auch ein Missbrauch aufgezeigt und publik gemacht wird. Wie stehen Sie denn zu Urheberrechten und Copyrights als eine Rechtfertigung, um die Informationsfreiheit im Internet einzuschränken? Denken Sie das gerechtfertigt, zum Beispiel mit SOPA und PIPA? Auch da haben wir wiederum das Problem, dass SOPA, PIPA oder auch auf europäischer Ebene ACTA ein unglaubliches Missbrauchspotenzial. Wir haben ja eben nicht nur die Situation, dass tatsächlich urheberrechtlich geschütztes Material, geschütztes Material aus dem Netz entfernt wird, sondern allein der Vorwurf dessen schon ausreicht, um eine Webseite zu zensieren, bei SOPA und PIPA dann auch ausreicht, um einen ganzen Provider aus dem Netz zu nehmen. Also auch Material zu entfernen, das dann unter Umständen überhaupt nichts zu tun hat. Ich glaube, dass wir da eher das Urheberrecht an die modernen Medien anpassen müssen, dass Urheberrechtsverwerter ihre Marktmodelle anpassen müssen, dass sie sich einfach daran gewöhnen müssen, dass es einen offeneren Austausch gibt, dass es eine Remixing-Kultur sich entwickelt, die Material weiterverwendet, verfremdet, eine neue Kunst daraus baut. Und dass nicht die Informationsfreiheit, die Meinungsfreiheit im Urheberrecht unterliegt, sondern andersrum. Ein anderes Thema Ihres Programmes ist die Privatsphäre des Einzelnen und Datenschutz.
Unser achtes Prinzip lautet, wir alle haben ein Anrecht auf ein Privatleben, sollten dessen Beschränkungen aber akzeptieren, wenn dies im öffentlichen Interesse ist. Stimmen Sie dem zu? Die Frage ist, wo ich diese Grenzen, diese Beschränkungen ziehe. Ich glaube, dass der Intimbereich meines Lebens, und das ist ein Bereich, den ich selber definieren muss, wie groß der ist, etwas ist, in den ich niemanden hereinlassen muss. Ich habe das Recht, das zu tun. Also wenn ich mich zum Beispiel im Internet entblößen möchte, wenn ich quasi exhibitionistisch leben möchte, dann habe ich das Recht dazu, dann kann mich niemand daran hindern. Aber es hat andererseits niemand das Recht dazu, mich zu zwingen. Es gibt natürlich Bereiche, wo das schwierig wird, wenn wir in die Strafverfolgung reingehen, wenn wir zum Beispiel in Wohnraumüberwachung eingehen, den Bereich der organisierten Kriminalität ja unter Umständen ihren tatsächlichen Anwendungsbereich hat, dann aber kontrolliert werden muss, auch im Einzelfall kontrolliert werden muss, dass es eben keinen Missbrauch gibt. Aber im Regelfall würde ich sagen, ist der Intimbereich des Lebens etwas, über das ich selbst entscheide und in dem ich auch keine Einmischung von außen akzeptieren muss. Wie stehen Sie denn zu dem EU-Kommission-Gesetzentwurf zum Recht, vergessen zu werden? Es ist eine charmante Idee, aber ich befürchte, dass die Technik nicht umsetzbar ist. Also Frau Redding schwebte die Idee vor, dass man innerhalb von 24 Stunden dann auch tatsächlich gelöscht werden muss, die Daten gelöscht werden müssen. Ich bin nicht sicher, ob sie diese Idee jemals mit einem Techniker besprochen hat. Wenn ich mir anschaue, dass schon kleinere Datenanbieter teilweise weltweite Backups haben, auf die es zum Teil keinen direkten Zugriff gibt, eben damit sie nicht überschrieben werden, damit sie tatsächlich sicher sind, dann sind irgendwelche kurzen Fristen nicht umsetzbar. Das würde dann dazu führen, dass nur große Anbieter, die diesen immensen Kostenaufwand stemmen können, überhaupt die Möglichkeit haben, mit Nutzerdaten umzugehen, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, Services anzubieten. Und gleichzeitig bietet das kaum Schutz, weil selbst wenn ich Facebook anweise, ein Bild zu löschen, kann immer noch jemand das Bild heruntergeladen haben und es dann separat wieder hochladen. Ich glaube also nicht, dass dieses Recht zu vergessen, digitale Radiergummi, den die deutsche Verbraucherschutzministerin Lisa Aigner vorgesehen hatte, tatsächlich umsetzbar wäre. Was umsetzbar ist, ist eine Einschränkung, dass ich sage, okay, wenn ich ein Bild lösche bei Facebook beispielsweise oder irgendwo anders etwas lösche, dann muss es auch tatsächlich gelöscht werden, dann habe ich einen Anspruch darauf, dass es dann eben nach und nach aus dem Backups verschwindet. Das wäre umsetzbar, das hilft nur begrenzt, aber das löst zumindest schon mal eines der Probleme. Der Fall von Google Street View war ja in Deutschland sehr prominent. Wie stehen Sie denn dazu? Wir haben im Allgemeinen in der deutschen Rechtsprechung immer die Panoramafreiheit gehabt. Also, es darf jeder Tourist über die Straße gehen und Fotografien von der Außenmauer machen. Ich sehe nicht ein, dass dafür Google ein anderes Recht gelten würde. Ich finde es gut, dass Google sich da auf die Kritik so weit eingelassen hat, dass sie zum Beispiel Bilder entfremden, Gesichter entfremden, dass sie Nummernschilder entfernen oder ähnliches, weil sie das auf einem systematischen Level hier fotografiert haben, Einzelfotos gemacht haben. Ansonsten denke ich, dass die Diskussion insgesamt überzogen ist.